Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei diesem Vlog. Und ihr wisst ja, was ich euch immer so zu erzählen habe, ist vielleicht nicht unbedingt wichtig, aber dann seid ihr bei mir immer auf dem neuesten Stand. Und was ist die Woche passiert? Gar nicht so viel eigentlich. Das größte Thema war natürlich nach wie vor das Thema mit meinem Prozessor, den Intel i7-6700K, den ich ja erst bestellt hatte in einem Shop. Die hatten dann gesagt, ja, haben wir versendet, nichts haben sie gemacht. Die haben es dann offiziell eine andere Adresse, aber laut DHL haben die das Paket bis heute noch nicht bekommen. Also es ist einfach nicht rausgegangen, war sehr ärgerlich. Dann habe ich es mir woanders bestellt, dann habe ich den i7 bekommen. Da ist er. War auch sehr froh. Ja, und nach dem Einbau auf einmal Bluescreen und keine Ahnung, geht nicht mehr. Das heißt, jetzt arbeitet wieder der i5-6500, den ich davor hatte, arbeitet jetzt wieder dran drin. Der andere wird jetzt zurückgeschickt und ich hoffe, ja, dass ich dann dementsprechend bald wieder meinen neuen alten Prozessor habe, weil es ist echt ärgerlich. Ich bin froh, wenn das Thema Rechner und ich einfach jetzt mal so koexistieren können, ohne dass der eine oder andere Fehler kommt. Ja, das ist dann das Thema mit dem Prozessor gewesen. Also ich halte euch da natürlich auf den Laufenden, aber der wird jetzt morgen am Montag dann zurückgeschickt. Ich hoffe, dass ich da diesen Retourenschein dann von Caseking habe ich den bekommen und dann werde ich mal gleich schauen, wie Caseking so arbeitet, ob die da kundenorientiert sind oder ob das auch ein Prozess wird und auch bei den anderen, bei ProShop, wann ich endlich mein Geld wieder zurückbekomme, weil das ist ja alles immer direkt überwiesen und von dem her lassen wir uns da überraschen. Ja, das war die Odyssee CPU. Dann war ich gestern mal wieder einkaufen, weil ich habe wieder neue Arbeitsschuhe gebraucht und das ist immer so ein bisschen ein Thema. Ich verschleiße die alle 2-3 Monate, weil die lösen sich vorne. Also es gibt praktisch so vorne am Schuh, wirklich vorne an der Spitze. Da ist es in meiner Arbeit so Kopfsteinpflaster und da gehe ich immer drüber. Und wenn ich da drüber gehe, dann bleibe ich gerne mal da vorne hängen. Das passiert aber nicht nur mir, sondern auch all meinen Kollegen. Das ist super dumm gemacht. Und ja, dann ruiniere ich mir jeden Schuh. Und deswegen so nach 2-3 Monaten brauche ich dann Ersatz und muss immer nur Schuhe für die Arbeit kaufen. Ich habe lustigerweise privat ein paar Turnschuhe, was ich eigentlich fast immer anziehe und alles andere sind immer Arbeitsschuhe. Und da dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal, was ich da mir so gekauft habe. Und zwar einmal einen braunen Schuh, den Klassiker, sage ich mal. Aber ich finde den ganz schnieke. Ich mag also gerade braun als Schuhfarbe immer ganz gern, kann man immer gut kombinieren. Früher hat man gesagt, no brown after 6 oder glaube ich, so hieß der Spruch. Aber mittlerweile kann man braun immer anziehen. Dann natürlich auch, ich bin da bei den Schuhen ein bisschen konservativ, braun und schwarz. Der schwarze ist dann der hier. Ja, also ich finde den ganz nett. Und den coolsten Schuh, muss ich sagen, finde ich ihn hier. Auch wie gesagt für die Arbeit, aber tendenziell könnte man den auch mal privat anziehen. Das ist so, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Das ist so ein Wildleder, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall stoffig. Und den kann ich mir zum Anzug voll geil vorstellen. Also ich bin echt gespannt, wie der so ankommt. Also ich bin jetzt kein Fashionista, wie ihr seht, auch hier mit meinem T-Shirt, was ich gerade anhabe. Das ist ein Deutschland-T-Shirt, was ich glaube ich mal im Rewe, Edeka, Tengelmann, Lidl, ich weiß es gar nicht mehr, für 9,95 gekauft habe. Aber für daheim finde ich das klasse. Aber wie gesagt, für die Arbeit ist das, was mein Schrank am meisten hergibt. Dann habe ich noch eine Krawatte, ganz konservativ, und zwei Gürtel, einmal einen in dunkelbraun und den anderen in schwarz, also da nichts Besonderes. Warum Gürtel? Ich hatte auch da einen Wendegürtel davor, der war braun und schwarz, der war super, den konnte man einfach umdrehen, dann hat man die andere Farbe gehabt, fand ich klasse. Der hat allerdings seinen Geist aufgegeben und ich hatte jetzt fast keinen Gürtel mehr. Das ist sogar damit geendet, dass ich einen Tag unwissentlich sogar ohne Gürtel in die Arbeit gegangen bin, das habe ich aber erst in der Arbeit gecheckt. Und ja, das war dann mein Shopping-Tag. Gestern war das am Samstag. Ansonsten ist es nicht viel passiert. Nächste Woche wird es noch ein Gewinnspiel geben für Armored Warfare. Da gibt es dann 2 Bonuscodes, einmal bei YouTube und einmal bei VGNews. Und wo jemals die Söldnerpanzer gibt, also alle 5 Stück, die es gibt. Coole Sache, dass ich da 2 Codes verschenken darf. Also das kommt auch noch. Und ja, ansonsten das Übliche, also Armored Warfare, Fallout kommt wieder weiterhin, World of Warships muss ich noch ein bisschen was aufnehmen, kommt aber auch, World of Tanks. Und ja, vielleicht werde ich auch noch ein, zwei noch versuchen, Folgen aufzunehmen, Overwatch, weil da endet jetzt bald die Beta in der Form, wie sie jetzt ist, geht glaube ich erst im Januar weiter.
Also von dem her so ein bisschen Material noch dafür sammeln, vielleicht einmal eine Woche oder einmal in der Woche ein Video dazu bringen, bis dann die Phase weitergeht. Das ist ja so das Ziel. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es nach wie vor bei mir auf dem Kanal und mir macht Spaß. Bisschen stressig, aber das kriegen wir schon, glaube ich, alle zusammen hin. Mit netten Kommentaren freue ich mich natürlich immer. Dann wünsche ich euch jetzt einen guten Start in die Woche. Alles Gute, euer Alkaramba.